Schwimm. Eine gekrümmte Wirbelsäule, eine verdrehte Linie. Für das bloße Auge unsichtbar. Jeder Schritt ein scharfer, mühevoller Atemzug. Mein Brustkorb, Hüften und Rippen reiben gegen die Schatulle, die um mein Torso geschlungen ist. Ich kann fast nicht atmen. Jeder Druckpunkt gräbt sich in meinen Rücken, während ich die Stufen hinaufsteige. Drückt unerbitterlich gegen meine Wirbelsäule. Zerquetscht die Organe, um den Knochen zu erreichen. Denk an etwas anderes. Du bist ja schon fast da. Die Mittagssonne von 35 schlägt von oben auf meinen Kopf hinunter, als ich in der Schlange stehe. Minuten fühlen sich wie Stunden an. Ich kann das Chlor schon riechen. Seltsamerweise angenehm. Nicht wie ein Spaziergang durch den Park am frühen Morgen. Nicht wie der Duft von frisch geschnittenem Gras oder der schwache Hauch von frisch zubereiteter Pizza. Ein angenehmer, unnatürlicher Geruch. Wie der entgegenkommende warme Dampf beim Öffnen einer Spülmaschine. Oder frisch bedrucktes Papier. Ein neues Buch. Der ledrige Geruch neuer Schuhe. Ich denke an Worte, aber sie lenken nicht ab. Sie begleiten einfach den Schmerz. Wendet meinen Rücken auf und ab und umzingelt und dringt in jedem Gedanken. Mein Körper pumpt erzürnt von innen gegen die Hülle. Die Stange, der entlang meinem Brustkorb hinaufläuft, gräbt sich in mein Schlüsselbein, um mich daran zu hindern, nach vorne zu beugen. Ich zapple an der Stelle, an der ich stehe, zähle ungeduldig mein Geld. Ich wünschte, jemand würde es sehen. Ich bezahle und mache mich auf den Weg zu den Umkleidekabinen. Jede Bewegung fühlt sich angestrengt und tollpatschig an. Ich weiß, dass niemand hinsieht, aber ich spüre jeden Blick auf mich. Es ist komisch, ein Paradox, der mich hin und her zieht. Ich möchte nicht, dass die Leute die schwere weiße Plastikhülle um mich herum bemerken. Ein Korsett nennen sie es, obwohl es keinen angleicht. Ein Korsett klingt elegant. Stattdessen ein klumpiges Stück Kunststoff, drückt unnachgiebig nach einer Form, die ich haben soll. Trage Kleidung, die jeden Anzeichen davon verdeckt. Bluse bis zum Hals zugeknüpft. Bis eine Umarmung kommt und sie kurz verwirrt aufblicken. Was ist das? Ich lache es ab. Ihr Mitleid und Schock werden mir überraschenderweise im Bauch unangenehm. Denn wenn ich alleine bin, sehne ich doch danach. Ich weiß, es scheint bedürftig, erbärmlich. In der Umkleidekabine reiße ich mir die Kleider vom Leib. Ich reiße die Riemen ab und wie ein Gummiband springt meine Wirbelsäule zurück. Meine Knochen geben nach. Die Erleichterung macht den Schmerz fast wert. Ast. Ich spüre, wie die Luft zwischen Stütze und Körper rutscht. Der Kontakt kalt. Das T-Shirt, das ich unter der Schale trage, war heute Morgen noch frisch. Jetzt klebt er an meiner Haut wie ein nasser Lappen. Ich schäle es ab, nehme Haut und Blut mit. Die Wunde weint wieder. Ich lächle innerlich. Wenn es schlimmer wird, muss ich es eine Weile nicht tragen, werden sie sagen. Zumindest bis die Wunde heilt. Dann beginnt der Kreis wieder von vorne. Meine Muskeln entspannen sich. Der Schmerz lässt nach. Ich fühle mich, nur die Wunde an meinem Rücken brennt bei der sanften Berührung von Luft. Ich fühle mich dreckig, verschwitzt. Inzwischen dehnt sich mein Bauch wieder langsam aus. Das Frühstück von heute Morgen findet endlich seinen Weg nach unten. Ich esse nicht so viel, wie ich sollte, sagen sie. Wenn ich abnehme, müssen sie das Korsett straffen. Ironisch. Badekleidung an, Schließfach geschlossen. Das Korsett sitzt unten und erinnert mich daran, dass es immer noch da sein wird, wenn ich zurückkomme. Manchmal frage ich mich, wieso ich nicht einfach aufgebe. Die Furcht, dass es danach noch schlimmer sein wird, sprudelt aber in meinen Hinterkopf. Genauso wie die Furcht, dass all das, der Schmerz, die schlaflosen Nächte, nichts bringen wird. Ich gehe durch die Umkleidekabine zum Pool. Vorsichtig, nicht auf die Fliesen zu rutschen. Das Handtuch halte ich gegen meine Brust. Draußen spüre ich, wie Sonne und Frischluft meine Haut streicheln. Ich breite das Handtuch aus auf einen einsamen Platz. Bleibe aber nicht. Ich weiß, dass ich stundenlang in der Sonne liegen könnte. Also laufe ich stattdessen zum Rande des Pools. Wasser schwappt in die Abflüsse und ich tauche meine Zehe hinein. Es ist noch früh, also ist das Wasser noch kalt. Noch nicht erhitzt durch Sonnencreme und Urin, das sich im Laufe des Tages ansammeln wird. Ich klettere die ersten Stufen des Leiters hinunter.
Wasser bis zu den Knöcheln und Gänsehaut klettert meinen Beinen hoch. Ich zögere, dann zwinge ich meinen Körper, sich ins Wasser zu stürzen. Eine Sekunde, den ich kaum begreife. Mich packt der Schock der Kälte, als das kühle Wasser meinen Körper verschlingt. Ein Moment kompletter Schwerlosigkeit. Meine Augen bleiben geschlossen, aber ich spüre, wie die Blasen um mich herum kaskadieren. Noch schneller verschwinden sie, als sie an der Oberfläche rasen. Entlang meiner Haut und Haare. Alles, was ich hören kann, ist das Blut, das in meinen Ohren pumpt. Für einen Moment fällt alles weg. Verschwimmt und verblasst in der Stille wie im Schlaf. Dann beginnt der Sauerstoff in meiner Lunge nachzulassen. Beißt nach Atem. Das Loch ballt sich in meine Brust und beginnt sich auszudehnen. Ich halte es so lange wie möglich fest, bis es aus meiner Kehle dringt. Ich sinke die 2 Meter hinunter und sobald mein Fuß den Boden berührt, drücke ich mit voller Kraft ab. Schieße hinauf, bis mein Kopf durch das Wasser platzt. Licht, Luft und Lärm treffen mein Gesicht. Stimmen und Geplapper in der Ferne. Mit meiner Hand wische ich die Tröpfchen aus den Ecken meiner Augen heraus, wenn ich mit den Füßen trete. Ich halte meinen Kopf über das türkisblaue Wasser. Ich drehe mich um und tauche wieder hinunter. Blind greife ich nach vorne. Ich bewege mich durch das Wasser. Meine Muskeln entspannen und dehnen sich, genießen jede Sekunde Freiheit. Ab und zu komme ich hoch, um Luft zu holen und schwimme bis zum Ende des Beckens. Hinauf und hinunter, bis sie mir in 2 Jahren sagen werden, dass ich es nicht mehr tragen muss.